Lieber Himmel, der Herr Professor kommt schon und ich habe das Mittagessen noch nicht fertig. Da es von Michel noch nicht zwei geschlagen hat, braucht es auch noch nicht fertig zu sein, Martha. Aber dass mein Onkel früher kommt als gewöhnlich, ist schon seltsam. Hoffentlich kein unangenehmer Grund. Ja. Ich lasse mich bis zwei lieber gar nicht blicken. Na, ich verdrück mich auch. Axel! Axel, wo bist du? Komm sofort zu mir! Ja! Bist du noch nicht da? Doch, doch, ich komm ja schon. Na endlich. Hier, sieh dir dieses Buch an. Was sagst du dazu? Toll. Ist das alles? Weißt du überhaupt, was ich hier in der Hand halte, mein Junge? Keine Ahnung. Die Heimskringla von Snorre Turleson. Wie bitte? Dem berühmten isländischen Autor des 12. Jahrhunderts. Oh. Die Chronik der norwegischen Fürsten, die über Island herrschten. Eine Übersetzung. Eine Übersetzung. Was würde die mir nützen? Nein, es ist das Originalwerk in isländischer Sprache. Ah. Ja, dieser wunderbaren Sprache, die so reich und einfach zugleich ist. Ja. Hier, guck, du, und sieh nur, hier, wie es noch erhalten ist. Hier, nach 7 Jahrhunderten. Und wie leicht es sich noch öffnen lässt. Hier, ohne dass die Seiten aneinander kleben. Ja. Und wie unverletzt der Einband ist. Doch du, das Buch ist für mich von einem unschätzbaren Wert, Axel. Hm. Wo hast du es denn aufgetrieben? Beim Antiqua Hevelius. Ist es spannend? Und wovon handelt es? Also du fragst, als hätte ich hier eine Ausgabe des erstbesten Romans in der Hand. Ach, begreifst du überhaupt, was das ist, Junge? Nein. Das ist kein gedrucktes Buch. Das ist ein Originalmanuskript in Runenschrift. Runen sind das, begreifst du? Runen. Du wirst mich doch jetzt wohl nicht fragen, was Runen sind. Aber ich werde mich hüten. Runen waren die damalige Schriftsprache. Und der Gott Odin selbst hat sie erfunden, wie man sagt. Ja. Hier, komm, schau dir diese Zeichen doch mal an. Sind die nicht wunderbar? Hm. Sowas kann doch nur der Fantasie eines Gottes entspringen. Na nur, da fiel doch was zu Boden. Ja, ein Zettel. Ebenso alt und vergilbt wie die Seiten des Buches. Komm, zeig her. Oh, ist ja auch Runenschrift. Ja. Ja, wie im Manuskript des Snorre Turleson. Aber von einer anderen Hand geschrieben. Ja, wieso? Ja. Auf jeden Fall ist es altisländisch. Du, Junge, das ist ein wunderbarer Fund. Meinst du? Ja, ein altes Buch und ein ebenso altes Notizblatt. Oder mal sehen. Ja. Diese Runenschrift muss mindestens 2 Jahrhunderte älter sein, denn sie enthält Zeichen, die erst im 14. Jahrhundert aufkamen. Das wäre doch logisch. Na ja, denn es ist anzunehmen, dass diese Notiz von dem Eigentümer des Buches abgefasst wurde. Ach Gott, verdammt nochmal, warum konnte er nicht seinen Namen drunter setzen? Er dachte wohl nicht, dass es dich so interessieren würde. Warte mal, vielleicht steht der Name vorne im Buch, guck ja, doch mal. Du, das könnte sein, ja. Du hast ja recht. Ja, da. Hier, ganz verwischt und fast unleserlich. Arne? Arne Sacknusse. Ja, tut. Nein, das ist doch nicht möglich. Oh, weißt du, mein Junge, wer Arne Sacknusse war? Dunkel. Der größte isländische Gelehrte des 16. Jahrhunderts. Was? Ja, seiner Zeit viel zu sehr voraus. Wurde als Ketzer hingerichtet. Ah. Ja, und es soll angeblich kein Buch mehr von ihm existieren. Arne Sacknus. Oh. Und dies ist vielleicht die einzige Notiz von seiner Hand, die überhaupt noch vorhanden ist. Meinst du? Mhm. Du, er muss darin etwas Besonderes ausgesagt haben. Das fühle ich. Ah. Ja, aber sie lässt sich nicht so einfach lesen. Ja. Hm? Du, die Runen stimmen. Vielleicht irgendein Code. Code? Du, das wird es sein, mein Junge. Jawohl, ein Code. Dechiffrieren müssen wir es. Die Suppe ist aufgetragen, Herr Professor. Suppe, also zum Teufel mit der Suppe! Zum Teufel mit der, die sie gekocht hat und zum Teufel mit allen, die sie essen sollen! Raus! Ja, liebster Onkel, mich entschuldigst du doch für einen kurzen Augenblick. Ich kann nämlich nicht nur von geistiger Nahrung leben. Ja, geh nur, mein Junge, kannst du gehen. Der Herr Professor nicht bei Tisch, das hat's noch nie gegeben. Machen Sie sich nichts draus, Martha. Er scheint einen ungeheuren Fund gemacht zu haben. Der sättigt ihn jetzt vollkommen. Martha.
Die Suppe ist aber gut. Ja, auch das Übrige hätte dem Herrn Professor geschmeckt. Oh, ich habe Appetit für zwei. Er erscheint nicht bei Tisch, wenn das nur kein schlechtes Vorzeichen ist. Ach, wo? Mein Gefühl sagt mir, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt. Axel, wo steckst du denn? Da haben wir es schon. Es tut mir leid, Martha. Axel, es ist zum Verrückwerden. Was ist denn? Ich stehe hier vor einem Rätsel. Es lässt sich auf keinerlei Art dechiffrieren. Du musst mir helfen. Schließlich bist du nicht nur mein Neffe, sondern eines Tages auch derjenige, der mein Werk fortführt. Komm, setz dich, nimm Papier und Bleistift. Aber Onkel, ich habe doch noch nicht mal zu Ende gegessen. Jetzt wird nicht gegessen. Also in diesem Haus wird überhaupt nicht mehr gegessen, bis wir dieses Rätsel gelöst haben. Oh. Ja, vielleicht stehen wir hier vor einer großen Entdeckung. Und dies alles spielte sich am 24. Mai des Jahres 1863 im Hause meines Onkels, des Professors Otto Liedenbrock, seines Zeichens Lehrer der Mineralogie am Johanneum in Hamburg, ab. Tag und Nacht quälten wir uns mit der Dechiffrierung der Runenschrift. Wir aßen nicht, wir tranken nicht. Das heißt, mein Onkel ließ es nicht zu. Es war ein Leben zum Verzweifeln. Eines Tages, mein Onkel war für einen Augenblick fortgegangen, und ich saß noch immer über dieser verwünschten Runennachricht und starrte schon mit fast irrem Blick auf die vor meinen Augen tanzenden Zeichen, als mir im ersten und zweiten Wort mehrere Konsonanten und Vokale auffielen, die im Namen Saknussems vorkamen. So weit waren wir wenigstens, um zu wissen, dass dies eine Mitteilung in lateinischer Sprache war, wenn auch in Runenschrift geschrieben. Und plötzlich hatte ich des Rätsels Lösung. Ich las die Mitteilung, als hätte es nie zuvor eine Schwierigkeit in ihrer Dechiffrierung gegeben. Vor meinen Augen begann sich alles zu drehen. Im ersten Augenblick war ich versucht, den Zettel in den Ofen zu werfen, denn erfuhr mein Onkel von der Mitteilung, konnte es, wie ich ihn kannte, unabsehbare Folgen haben. Da hörte ich die Außentür ins Schloss fallen und gleich darauf betrat mein Onkel das Arbeitszimmer. Er sah so müde und übernächtigt aus, dass er mir leid tat. Und ich platzte mit meiner Entdeckung heraus. Onkel, ich hab's. Ja? Ich hab's rausbekommen. Was? Na, ich hab's dechiffriert. Ach, Axel, mein Junge, ist das wahr? Ja. Zeig, lies vor. Was heißt das also? Du sag doch schon. Moment. Wie liest man es? Na, ganz einfach, von hinten nach vorn. Wie? Angefangen mit dem letzten Wort. Es heißt, steig in den Krater des Sneffels Jökull, den der Schatten des Skartaris in den letzten Junitagen berührt. Kühner Reisender. Und du gelangst zum Mittelpunkt der Erde. Ich habe es getan. Arne Saknussemm. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, das ist doch nicht möglich. Zum Mittelpunkt der Erde. Zum Mittelpunkt der Erde. Zum Mittelpunkt der Erde. Axel, wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr nachmittags. Also, ich sterbe vor Hunger. Ich auch. Martha soll auftischen, was nur im Hause ist. Ja. Und dann ja? packst du meinen Koffer. Wie bitte? Und natürlich auch deinen. Da hatten wir's. Es kam, wie es hatte kommen müssen. Nichts konnte meinen Onkel davon abhalten, sich in ein wissenschaftliches Abenteuer zu stürzen, in das sich vor ihm schon Arne Saknussemm begeben hatte. Doch durfte von diesem kühnen und, mit Verlaub gesagt, wahnsinnigen Unternehmen natürlich niemand erfahren, denn mein Onkel fürchtete, andere Wissenschaftler könnten ihm sonst zuvorkommen. In Kopenhagen machten wir Station und dort hatte mein Onkel vor, mich einer gründlichen Kur zu unterziehen. Denn es gab etwas, wovon ich, bevor unsere unterirdische Reise begann, geheilt werden musste. Mein Schwindelgefühl, das mich vor großen Höhen und Abgründen überkam. Ahnungslos folgte ich meinem Onkel, als er mit mir die Richtung zur Frelserskirk einschlug. Und als er die Treppen, die außen um den Turm herumführten, hinaufzusteigen begann, war es zur Umkehr zu spät. Onkel, du hast doch wohl nicht vor, den Turm zu besteigen. Warum würden wir uns wohl sonst hier befinden, mein Sohn? Bitte, dann aber ohne mich. Ich bleibe hier. Nichts da, du kommst mit. Verehrter Onkel Liedenbrock, du weißt ganz genau, dass mir in großen Höhen schwindelig wird. Eben. Und deshalb wirst du jetzt diesen Turm besteigen, mein Junge. Ich will dir dein Schwindelgefühl ein für allemal austreiben. Sowas kann man nicht austreiben. Meinst du? Nun, wir werden es ja sehen. Ohne mich. Auf Wiedersehen. Hier geblieben, Axel! Oh, sei doch vernünftig, mein Junge. Willst du unsere ganze Reise gefährden? Nein, das will ich. Ja, komm, also bitte versuch es doch wenigstens. Na, siehst du, es ist doch gar nicht so schlimm. Es geht nicht.
Wenn ich hinunterschaue, dreht sich bei mir alles. Ganz war vorläufig nicht nach unten. Du bringst mich um. Ich stürze ab. Niemals schaffe ich es bis oben. Donnerwetter, Axel, stell dich doch nicht so an. Heute machen wir den ersten Versuch und morgen wieder einen. Du musst dich doch an die Höhen gewöhnen. Was meinst du wohl, was wir im Erdinnern noch alles vor uns haben, Junge? Erinnere mich bitte nicht daran. Nicht in diesem Augenblick. Du musst es nur wollen. So, siehst du, es geht doch schon ganz gut. Ja, und hinunter? Wie kommen wir wieder hinunter? Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, das sage ich dir. Ich werde oben übernachten müssen. Der kühle Wind würde dich recht bald hinuntertreiben. Onkel. Was ist denn? Mir wird schlecht. Onkel Liedenbrock blieb unerbittlich. Mehrmals während der Tage, die wir in Kopenhagen verbrachten, jagte er mich die Außentreppe zum Turm der Frelserskirche hinauf. Und dann waren wir in Reykjavik, wo uns ein dortiger Professor der Naturwissenschaften sehr herzlich empfing. Mein Onkel erzählte ihm, er wolle geologische Untersuchungen am Snæfellsjökull, dem erloschenen Vulkan der Insel, anstellen. Und der Professor verhalf uns zu einem isländischen Führer, einem verlässlich und gutmütig erscheinenden Burschen. Sein Name war Hans Bjelke. Ausgerüstet mit allem, was für eine solche Expedition nötig war, erreichten wir in den letzten Junitagen nach einem mühsamen Aufstieg den erloschenen Vulkan, der sich 1400 Meter hoch über dem Meeresspiegel erhob. Wir sind da, mein Junge. Wir stehen auf dem Snæfellsjökull. Du siehst seine beiden Spitzen. Hans soll uns sagen, auf welcher wir uns befinden. Wie heißt diese Bergspitze, Hans? Skataris. Also, dann nur hinein in den Krater. Verrückt? Ja, vorwärts. Das Vorhaben dreier Wahnsinniger. Wollen wir wirklich allen bisherigen Meinungen trotzen, die behaupten, dass im Erdinnern Temperaturen herrschen, die ein Mensch nicht fähig ist zu ertragen? Das sind Hypothesen, mein Junge. Nichts als Hypothesen. Hypothesen? Niemand außer Arne Sagnussen ist im Erdinnern gewesen. Also bleibt es uns überlassen, den gegenteiligen Beweis zu erbringen. Arne Sagnussen musste als Ketzer sterben. Und es existiert überhaupt kein Buch mehr von ihm. Ein Beweis mir, dass er von etwas berichtete, was die Menschen von damals noch nicht verstehen konnten. Und wie du selbst siehst, auch heute noch nicht. Aber Onkel... Komm, weiter, Axel, geh schon. Du bist nicht nur mein Neffe, sondern auch mein Schüler. Und an dem Ruhm, bis ins Erdinnere vorgedrungen zu sein, wirst auch du teilhaben. Onkel, du bist überzeugt, dass wir davon noch werden erzählen können? Absolut überzeugt, mein Junge. Es war Abend geworden, als wir unten auf dem Kraterboden anlangten. Hoch über uns sahen wir die Spitze des Skataris gen Himmel ragen. Drei riesige Kamine von gewaltigem Durchmesser, aus denen in früheren Zeiten der Vulkan seine feurigen Massen nach oben geschleudert hatte, führten ins Innere der Erde. Mir wurde schwindlig, sobald ich mich einem von ihnen auch nur nähern wollte. Der Unterricht auf der Frelserskirchtreppe hatte nicht ausgereicht. Und doch würden wir drei Wahnsinnigen in einen dieser gähnenden Abgründe hinein müssen, nur weil ein fanatischer Wissenschaftler es so wollte. Dieser besagte Professor Liedenbrock vollführte im Augenblick wahre Freudensprünge von einem Kraterloch zum anderen und blickte in sie hinab. Plötzlich stieß er einen Ruf des Entzückens aus. Axel, komm hierher! Was ist denn? Sieh dir an, was in diesen Felsbrocken eingeritzt ist. Arne Sagnussen, er war also wirklich hier. Nun, bist du endlich überzeugt, dass seine Aufzeichnungen auf Wahrheit beruhen? Ja, ich muss es wohl sagen. Ja. Also, für die Nacht werden wir uns, so gut es geht, hier zu Füßen der Kraterwände einrichten. Sie schützen uns vor Wind und Wetter. Und morgen, in aller Frühe, geht es dann endgültig hinunter. Davon konnte jedoch am folgenden Tag keine Rede sein. Der Himmel hatte sich nämlich bezogen. Und vergeblich wartete mein Onkel darauf, dass der Schatten des Skataris ihm den richtigen Eingang zum Erdinnern zeigen würde. Ich jubelte insgeheim. Vielleicht hatte der Himmel ein Einsehen und behielt alle letzten Junitage die Sonne hinter Wolken, womit dann der Zeitpunkt für den Einstieg verpasst wäre. Am zweiten Tag wurde meine Stimmung noch besser. Es regnete nämlich. Und Hans war sogar gezwungen, uns eine provisorische Hütte aus Lavasteinen zu bauen. Noch zwei Tage quälender Ungewissheit folgten. Mein Onkel war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ich jedoch, ohne es mir anmerken zu lassen, ausgesprochen vergnügt. Doch dann kam der 28. Juni und die Sonne erstrahlte wieder in vollem Glanz. Ob es mir passte oder nicht, wies der Schatten des Skataris mit schrecklicher Genauigkeit
zum Hauptkamin der drei uns entgegengähnenden Vulkanlöcher. Doch auf welche Art sollte es nun hinuntergehen? Es gab ja keine Treppe. Mein Onkel wusste natürlich Rat. Er warf in Art einer Schlinge eine dicke, lange Schnur um einen Lavablock, an der hängend wir uns jeweils bis zu einem weiteren Felsvorsprung in den Kamin hinunterlassen konnten. Die Gepäckstücke mit den Messinstrumenten und dem Proviant wurden auf uns alle verteilt. Doch blieben noch genügend Sachen, die beim Hinuntersteigen nicht gerade bequem zu transportieren waren. Auch da hatte mein Onkel den richtigen Einfall. Wir werfen sie einfach hinunter. Sie müssen ja auf dem Boden landen, auf dem auch wir nachher ankommen. Hans, hilf mir. Hört ihr? Sie sind gut angekommen. Ja, und nun wir. Es muss sich nur um eine Tiefe von annähernd 1000 Metern handeln. Axel, du bist ja so blass. Ja. Ich glaube, ich habe doch zu wenig Stunden genommen da oben auf der Frelsaskirk. Unsinn, das wird schon gehen. Hans lässt sich als Erster hinab. Ihr wagt. Ja, Hans, wir passen schon auf. Wir gehen von Vorsprung zu Vorsprung. 7 Stunden währte diese Kletterei nach unten, immer wieder von kleinen Pausen unterbrochen. Nach insgesamt 10,5 Stunden Weg waren wir auf der Sohle des Kamins angekommen. Es war schon dunkel. Wunderbar. Alles, was wir während des Abstiegs gesehen haben, bestärkt meine Ansicht, dass es keine Zentralwärme geben kann. Wir befinden uns hier im reinsten Urgestein. Und von diesem aus ist seinerzeit Glut und Feuer nach oben getrieben worden, als sich durch die Berührung mit Luft und Wasser die Metalle entzündeten. Hm. Und was machen wir nun? Gibt's von hier aus überhaupt noch einen weiteren Gang irgendwohin? Das werden wir morgen wissen, lieber Axel, wenn es wieder hell ist. Jetzt werden wir erst einmal essen und dann, wie ich hoffe, gut schlafen. Am nächsten Morgen weckte uns ein Lichtstrahl, der uns noch von ganz oben erreichte und von den Lavawänden wiedergespiegelt wurde. Und der vielleicht der letzte sein sollte, den wir überhaupt noch sehen würden. Onkel Liedenbrock war bester Laune. Nun, Axel, hast du jemals in unserem Haus in Hamburg so gut geschlafen wie hier? Keinerlei Geräusch hat dich gestört. Die tiefste Stille ringsum. Aber findest du nicht, dass diese Art Stille auch etwas Beängstigendes an sich hat? Wenn du dich jetzt schon ängstigst, wo wir gerade in die äußersten Schichten unserer Erde eindringen, möchte ich wissen, was aus dir wird, wenn wir erst einmal tief unten sind. Jetzt befinden wir uns doch höchstens auf der gleichen Linie mit dem Meeresgrund. Wirklich? Ja, unsere tatsächliche Reise ins Innere der Erde, zu ihrem Mittelpunkt, beginnt erst hier, heute. Wir entzündeten unsere Ruhmkorflampen und betraten den ersten Gang, der nun in horizontaler Linie weiterführte. Lieber Himmel, ist das schön. Wovon leuchten die Wände so? Das will ich dir sagen. Die seinerzeit hier durchfließenden Lavamassen haben sich kristallisiert und spiegeln jetzt das Licht unserer Lampen wieder. Oh, wundervoll. Und wie glatt die Wände sind. Schau doch mal, wie sich dort das Licht bricht. Siehst du, mein Junge, wie schön es hier unten sein kann? Und du wirst noch viel schönere und viel größere Wunder erleben. Müde und hungrig beendeten wir nach 7 Stunden diese wirklich schöne Tagesreise. In einer Grotte, von der tropfsteinartige Lavaformationen herabhingen, legten wir uns schlafen. Am nächsten Tag setzten wir unseren Weg in ähnlich märchenhaften Gängen fort. Dann aber standen wir an einem Punkt, von dem sich 2 Gänge abzweigten. Welchen sollten wir nun beschreiten? Auch Onkel Liedenbrock war etwas ratlos, wollte es sich aber nicht anmerken lassen. Ja, und was nun weiter? Wir schlagen den Tunnel Richtung Osten ein. Meinst du? Es ist unmöglich zu bestimmen, welcher der richtige ist. Naja, sollten wir in einer Sackgasse landen? Können wir immer noch zurückkehren. Nun ja, Onkel, aber... Das ist doch ein prachtvolles Gewölbe. Ein richtiger gotischer Dom. Ja, grandios. Auch in diesen leuchtenden Gängen verbrachten wir eine Nacht. Am nächsten Tag hörte die glitzernde Lava auf und die Wände reflektierten das Licht nicht mehr. Eins verstehe ich nicht. Wieso gibt's hier Kalkstein? Und wieso sind hier Pflanzenabdrücke an den Wänden? Das ähnelt ja ganz der Epoche des Silur, also der Zeit, als sich die ersten Pflanzen entwickelten. Wir können uns demnach unmöglich tiefer befinden als auf dem bisher beschrittenen Weg. Ja, du magst recht haben.
In diesem Tunnel kommen wir wohl nicht zum Grund des Sneffels-Jokull und zum Mittelpunkt der Erde. Ob wir aber wirklich auf dem falschen Weg sind, können wir mit Genauigkeit erst wissen, wenn wir am Ende dieses Ganges angekommen sind. Onkel, weißt du auch, dass das Trinkwasser bedenklich zur Neige geht? Vielleicht müssen wir noch tagelang durch diesen Tunnel laufen. Ich hoffe nicht. Wir schenken das Wasser ein, Axel. Gegen meinen Onkel war nicht anzukommen. Einen Tag lang ging es dann durch die herrlichsten Marmorgänge, in denen sich Abdrücke winziger Tiere abzeichneten. Es war ganz klar, wir bewegten uns wieder aufwärts, der Erdoberfläche zu. Denn auch diese Schichten unserer Erde waren jüngeren Datums. Und doch folgten wir diesem Weg noch immer weiter, weil mein Onkel es so wollte. Eines Tages war der Gang zu Ende. Rechts, links, vor uns, nur Mauern. Uns blieb nur der Rückweg. Nun wissen wir zumindest, woran wir uns zu halten haben. Wir sind nicht auf dem Weg der Sacknussum gewesen. Wir schlafen uns jetzt gut aus und dann ab morgen wieder zurück. Ja, eine beruhigende Erkenntnis. Du meinst, wir schaffen den Rückweg noch? Wieso nicht? Na, weil wir morgen kein Trinkwasser mehr haben. Aber ich hoffe, noch einen Rest von Mut. Nach einigen Tagen kehrten wir drei halbtot vor Erschöpfung zu dem Punkt wieder zurück, an dem sich die beiden Tunnel abgezweigt hatten. Ich befand mich in einem Zustand völliger Apathie. Wasser besaßen wir keins mehr. Und ich glaubte nun mit Bestimmtheit, die Erde nie mehr wiederzusehen. Keiner von uns dreien sprach ein Wort. Halb sitzend, halb liegend lehnten wir an der Felswand. Da spürte ich etwas Feuchtes an meinen Lippen. Trink. Trink, Axel, mein armer Junge. Wasser? Woher? Es sind die letzten Tropfen aus meiner Flasche. Ich wusste, dass du sie brauchen würdest und ich habe sie für dich aufgehoben. Onkel. Onkel, siehst du jetzt, dass wir umkehren müssen? Ohne Wasser sind wir doch verloren. Hast du noch nicht genug? Zurückkehren? Jetzt? Wo es doch nur noch zum richtigen Weg hinführen kann? Onkel, ich will hier nicht unter der Erde sterben. Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Noch kommen wir vielleicht zurück, später aber bestimmt nicht mehr. So geh, Hans soll dich zurückbringen. Ich gehe allein weiter, ich gebe nicht auf. Du weißt, dass ich dich hier nicht allein zurücklasse. Axel, ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg auch bald Wasser finden. Gib mir noch einen Tag Zeit. Kolumbus bat seine Mannschaft um 3 Tage Geduld, als er die neue Welt entdeckte. Ich bitte dich nur um einen. Wenn wir dann noch immer keine Quelle gefunden haben, kehren wir um. Das verspreche ich dir. Der Tag ging zu Ende, aber Wasser hatten wir noch keins gefunden. Als ich gegen Morgen erwachte, war Hans nicht mehr da. Ich war wie gelähmt vor Entsetzen. Er konnte uns doch nicht plötzlich verlassen haben. Doch da erschien er auch schon am Ende der Höhle, in der wir lagerten. So ruhig wie zuvor kam er auf meinen Onkel zu, der immer noch schlief, weckte ihn behutsam und deutete hinter sich den Gang hinunter. Watten! Was ist? Watten! Wasser, Onkel! Hans hat Wasser gefunden! Wo? Noch einmal wies Hans mit der Hand den Gang hinunter. Wir sprangen auf. Wir gebärdeten uns, als hätten wir vor Freude den Verstand verloren. Schnell waren die Sachen zusammengepackt und wir stürmten den Gang hinunter, Hans nach. Da plötzlich ein leises Rauschen, ein Brodeln, das sich wie dumpfes Donnergrollen anhörte. Irgendwo in unserer Nähe muss ein unterirdischer Strom fließen. Aber wenn er nun hinter diesen Granitfelsen verborgen bleibt und wir nie auf ihn stoßen... Also das wollen wir nicht hoffen. Nachdem wir eine Stunde lang gegangen waren bei immer gleichbleibendem Geräusch, begann Hans die Wand abzuhorchen. Gleich muss er durch sein. Ja, es rauscht schon ganz schön. Da! Ja, das Wasser ist kochend heiß, Vorsicht! Also hübsch, Überraschung. Aber das Wasser wird doch abkühlen. Komm, wir müssen nur versuchen, die Gefäße zu füllen, ohne uns zu verbrühen. Ja. Danke, Hans. Danke, Hans. Schon bald war das Wasser trinkbar. Um uns herum dampfte es wie in einer Badestube, denn noch immer schoss der heiße Strom aus der Granitmauer heraus. Da der Gang jedoch weiter abfiel, floss das Wasser schnell ab. Schmeckt ja eigentlich wie dicke Tinte, findest du nicht? Es ist eisenhaltig. Für den Magen umso gesünder. Onkel, was geschieht eigentlich mit dem Loch? Man müsste es wieder zustopfen. Wer weiß, wann wir wieder auf Wasser stoßen. So kann es neben uns herfließen und uns gleichzeitig den Weg nach unten zeigen und unseren Durst löschen. Ja, ja, das ist richtig. Mit diesem Bach als Begleiter müsste unsere Reise gelingen. Und wir nennen ihn den
Hansbach. Vortrefflich. Vortrefflich? Vortrefflich. Ach, vortrefflich, ja. Also dann, gehen wir. Was jetzt? Welcher plötzlicher Eifer. Nicht wahr? Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Na, weiß er nicht, dass es tiefe Nacht ist? Und etwas Schlaf muss der Mensch hier haben. Suchen wir uns also jetzt einen geeigneten Schlafplatz und warten wir mit dem Aufbruch bis morgen. Du hast recht, Onkel. Man soll nichts übertreiben. Komm. Immer weiter ging es durch den Granittunnel, wobei der kleine Bach wie ein zuverlässiger Führer neben uns dahinfloss. Dann kam ein tiefer Abgrund, den wir hinunter mussten, zum Glück über zahlreiche Felsvorsprünge und treppenartige Einkerbungen. Unser Bach wurde dabei allerdings zum schönsten Wasserfall. Danach befanden wir uns in einer domartigen Galerie, deren Granitwände die schönsten Zeichnungen aufwiesen. Und so verlor ich mich ein wenig in ihre Betrachtungen. Als ich mich nach meinen Gefährten umschauen wollte, merkte ich, dass ich allein war. Ein eisiger Schreck durchfuhr mich. Doch konnten sie ja nicht weit sein, ich war wohl etwas zurückgeblieben. Ich rannte den Gang hinunter. Doch soweit ich im Licht meiner Rumkorflampe sehen konnte, war vor mir niemand, nur gähnende Leere und Stille. War ich vielleicht zu weit vorgelaufen? Ich eilte den Gang wieder zurück, aber weder mein Onkel noch Hans kamen mir entgegen. Plötzlich bekam ich Angst. Hatte ich vielleicht eine Abzweigung übersehen? Nein, da war doch keine gewesen. Und der Bach, der immer mit uns floss, musste doch beweisen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich blickte auf den Boden des Tunnels. Er war trocken, hart, leer. Kein Wasser rieselte ihn entlang. Mich überkam leise Panik. Vielleicht würden sie mich hören, wenn ich riefe. Hallo! Wo seid ihr? Onkel Liedenbrock! Hallo! Onkel Liedenbrock! Hallo! Niemand antwortete mir. Ich versuchte mich zu erinnern, an welchem Punkt ich meinen Onkel und Hans zuletzt gesehen hatte. Doch in der Aufregung wusste ich es nicht mehr. Alles sah gleich aus. Ich verlor den Kopf und irrte in verschiedenen Richtungen herum, wobei ich mich immer durch Rufe bemerkbar zu machen versuchte. Ohne Erfolg. Stunden mussten vergangen sein. Da geschah noch etwas Furchtbares. Ich stürzte und beschädigte meine Lampe. Immer fahler wurde ihr Licht und verflackerte langsam. Im Schein ihrer letzten Strahlen lief ich noch einen Gang entlang, dann war nur Dunkelheit um mich. Was weiter geschah, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass mich ein einziger Gedanke beherrschte, endgültig verloren zu sein in diesem Grab aus tausenden von Metern Felsgestein über mir. Auch verlor ich den Begriff für die Zeit. Irgendwo war ich erschöpft und verzweifelt. Eingeschlafen. Dann weckte mich ein Laut von Stimmen. Ich horchte. Ja, wirklich. Das waren Stimmen. Aber sie kamen aus der Mauer, nicht aus dem Gang. Ich drückte mich an die Felswand und horchte. Ja, da waren sie. Ganz leise und undeutlich. Aber ich hörte sie. Hallo! Hallo! Onkel Liedenbrock, ich bin hier. Hört ihr mich? Hallo, Onkel Liedenbrock. Axel, hier bin ich. Ich weiß es nicht. Ja! Ich rufe jetzt deinen Namen. Sobald du ihn hörst, ruf ihn zurück. Hast du verstanden? Ja! So berechne ich die Entfernung, die uns trennt. Pass auf! Axel! Axel! So gab mir nun mein Onkel genau an, wie ich zu gehen hatte, um auf ihn zu stoßen. Er befand sich mit Hans in einer riesigen Höhle, in die strahlenförmig viele galerieartige Korridore mündeten und wo in einem von denen auch ich mich befand. Ich lief, stolperte, raffte mich auf und rannte weiter. Onkel! Onkel!
Onkel Liedenbrock! Axel, mein Junge! Und dann brach ich zusammen. Als ich erwachte, fühlte ich mich frisch und ausgeruht. Ich befand mich in einer wunderschönen Tropfsteingrotte. Der Boden war feiner Meeressand. Und um mich herrschte ein angenehmes Halbdunkel. Nur in der Ferne rauschte es so seltsam. Und da erschien auch schon mein Onkel. Na, mein Junge, wie geht es dir denn heute Morgen? Ausgezeichnet. Nur fürchte ich, dass die Angst, hier unten begraben zu sein, mich irgendwie beeinflusst hat. Sag mal, Onkel, erscheine ich dir so wie immer? Absolut. Du meinst, ich habe alle meine Sinne beisammen? Ohne Frage. Ich selbst aber habe das Gefühl, dass mit meinem Kopf etwas nicht stimmt. Aber wieso denn, Axel? Wir sind doch nicht an die Erdoberfläche zurückgekehrt. Nein, natürlich nicht. Siehst du, und doch habe ich das Gefühl, als hörte ich irgendwo, nicht weit von hier, ein Rauschen. Wie man es am Meer vernimmt, wenn die Wellen auf den Ufersand schlagen. Auch sehe ich im Hintergrund dieser großen Grotte einen seltsamen Lichtschein. Und das ist es, was dich beängstigt? Komm mit. Wie erklärst du dir das? Ach, so auf die einfachste Art. Es stimmt nämlich, was du da hörst. Wir sind am Meer. Aber das ist doch unmöglich. Nein, Axel, auch wenn es mit menschlichem Verstand nicht zu begreifen ist. Dies ist ein unterirdisches Meer. Es reicht ja bis zum Horizont. Falls dieses Wort hier überhaupt am Platz ist. Bist du sicher, dass wir nicht träumen? Die Wellen, der feine Sand, die riesigen Felsen am Ufer. Wie einsam es war. Dabei doch so unheimlich wild, so elementar. Als Entdecker dieses Meeres habe ich mir erlaubt, es das Liedenbrock-Meer zu nennen. Dieses Recht ist dir unbenommen, Onkel. Aber sag mal, wieso sind denn am sogenannten Himmel dieser Riesengrotte Wolken zu sehen? Tja, mein Junge, das ist ein Phänomen, das ich dir auch nicht erklären kann. Und wie seltsam dieses bläuliche Licht ist, das über allem liegt. Ja, irgendwie unheimlich, diese ganze Atmosphäre. Ja, das stimmt, du. Und über dieses Meer wollen wir morgen segeln. Segeln? Ja, siehst du denn nicht, wie Hans dort am Strand ein Floß zimmert? Woraus? Aus Kiefern, Tannen und Birkenstämmen, die durch das Meerwasser schon mineralisiert waren. Aber dann sind sie doch zu schwer und gehen unter. Na, diese sind erst in der Umbildung und schwimmen ganz ausgezeichnet. Weißt du, wozu ich Lust hätte? Ja, wozu denn? In diesem Meer zu baden. Ich auch. Also los! Los! Alles war so unwirklich. Wäre nicht das seltsame, bläuliche Licht gewesen, das diesem Meer die Natürlichkeit nahm, hätten wir denken können, wir wären wieder auf der Erde. Am nächsten Morgen schifften wir uns mit all unseren Habseligkeiten ein. Material hatten wir genug bei uns, um ein provisorisches Segel anzufertigen und Taue ebenfalls. Bald war das Ufer unseren Augen entschwunden und vor uns lag nur eine unübersehbare Wasserfläche. Vom Wind gebläht trugen die Segel unser Floß mit großer Geschwindigkeit fort. Wir stießen auf riesige Felder von Algen, wie man sie auf der Wasseroberfläche der Erde gar nicht mehr kennt. Und dann wollte mein Onkel auch untersuchen, ob es hier Fische gibt. 2 Stunden lang hing die Angel über Bord, doch nichts geschah. Dann aber gab es einen starken Ruck. Ein Fisch? Ein Fisch? Ein Fisch? Ist es ein Stör? Nein, eine absolute Fossilart, wie es sie nur in unterirdischen Gewässern gibt. Er hat ja auch keine Augen. Wir fingen noch andere Fische. Alle waren von der gleichen primitiven Fossilart, wie sie die Urmeere bevölkert hatten. Wir segelten nun schon 2 Tage über das große Wasser und noch nirgends war Land abzusehen. Ich merkte, wie mein Onkel allmählich nervös wurde. Beunruhigt dich etwas, Onkel? Beunruhigen? Es wird mir hier einfach zu langweilig. Wir sind doch nicht herabgestiegen, um jetzt eine Segelpartie zu machen. Aber wir kommen doch gut vorwärts. Es geht nicht um die Schnelligkeit, die ist in Ordnung. Aber das Meer müsste endlich aufhören. Das ist verlorene Zeit. Wir müssen tiefer, tiefer hinab. Nicht endlose Strecken über das Meer. Aber Sacknusse muss doch auch diese Strecke genommen haben. Wer kann das mit Bestimmtheit sagen? Vielleicht hat uns der Bach, den wir als sicheren Wegweiser nahmen, doch in die Irre geführt. Vielleicht hätten wir einen anderen Weg einschlagen müssen. Wer weiß, ja. Aber zu bedauern haben wir es doch wirklich nicht, dass wir an diesem Meer gelandet waren. Das alles zu sehen. Mein lieber Axel, es geht nicht darum, dass wir etwas sehen, das wir bewundern können, sondern dass wir das Ziel erreichen, das wir uns gesetzt haben. Ja, Onkel. Schau mal, Hans scheint mit der Tiefensonde Schwierigkeiten zu haben. Ist es möglich, dass die Spitzhacke unten irgendwo festhakt? Ach, da ist sie ja schon. Ja. Was ist, Hans? Tender. Was, Zähne? Tatsächlich. Axel, schau dir das an. Ja. Als hätte sich ein Riesentier der Spitzhacke verbissen. Lieber Himmel.
Onkel, vielleicht hat diese blödsinnige Tiefensondierung irgendein Untier geweckt, das uns jetzt angreifen wird. Oh ja, schließlich sind wir nicht ganz wehrlos. Wir haben ja unsere Waffen. Die würden uns was nützen, wenn so ein Urzeittier auf uns losginge. Onkel, Onkel, ist die Wellenbewegung nicht stärker geworden? Sieh doch mal! Na, Mahlzeit. Noch ein solcher Stoß und es gibt uns auf dem Floß nicht mehr. Da war noch eben was. Ein Meerschwein. Ein Meerschwein von riesenhaften Ausmaßen. Ein Riesenalter. Und da, ein ungeheures Krokodil. Na, wenn das so weitergeht, haben wir bald alle Meeresungeheuer zusammen. Unfassbar. Hier gibt es auch Urtiere. Und du freust dich noch darüber. Hier kommen wir doch nie mehr raus. Noch ein paar Minuten und die haben uns entdeckt. Was willst du mit dem Schießeisen? Weg damit! Mich wehren, uns verteidigen! Hast du es denn vorhin nicht selbst gesagt? Für den Fall, dass sie uns angreifen? Wart doch erst mal ab! Das ist doch noch gar nicht so sicher! Schau, die Schlange und das Riesenkrokodil scheinen einander zu jagen. Vielleicht haben sie es gar nicht auf uns abgesehen. Da könnte man aber von Glück sprechen. Tatsächlich. Die jagen einander. Hoffen wir also, dass der Zweikampf länger dauert. Sieh doch mal, jetzt scheinen sich auch die anderen an dem Kampf zu beteiligen. Nicht wahr? Ja, Hans hat ganz recht. Es handelt sich hier nur um zwei Tiere. Was? Ja, jetzt erkenne ich es auch. Das eine hat die Schnauze eines Meerschweines, den Kopf einer Eidechse und die Zähne eines Krokodils. Es ist der Ichthyosaurier, das furchtbarste unter den vorsitzenden Ungeheuer. Wie angenehm, das zu wissen. Und das zweite? Das zweite, eine Schlange mit dem Schild einer Schildkröte. Der Plesiosaurier, der schrecklichste Feind des Ichthyosauriers. Und es sind wirklich nur diese beiden Tiere, die das Meer augenblicklich so aufwühlen. Das Floß schlägt gleich um. So leicht. Der Plesiosaurier scheint zu unterliegen. Da, schau doch, wie er das Wasser aufwühlt. Es ist aus mit uns. Jetzt wird sich das zweite Untier auf uns stürzen. Nein, das hat von dem Kampf genug. Siehst du, was habe ich gesagt? Das eine versinkt und das andere macht sich davon. Ein Glück nur, dass wir eine so starke Brise haben und so schnell vorwärts kommen. Jedenfalls haben wir etwas Besonderes gesehen. Ne? Ich meine, um mit deinen Worten zu sprechen. Na, bei diesen Ungeheuern ziehe ich die Langeweile eines Meeres vor und wäre es noch so groß. Nachdem wir an einer Insel mit einem ungeheuren Geysir vorbeigekommen waren, der Onkel Liedenbrock den Namen Axel-Insel gab, damit auch ich bei unserer Expedition zu Ehren käme, erstreckte sich vor uns wieder nur das Meer. Plötzlich trat eine unheimliche Stille ein. Und über uns zogen sich dunkle Wolken zusammen. Meinst du nicht auch, Onkel, dass wir mit einem Orkan zu rechnen haben? Schau doch unsere Mastspitze an, da zeigen sich schon St. Elms Feuer. Ja, etwas scheint auf uns zuzukommen. Sollten wir den Mast nicht kappen? Kommt nicht in Frage. Damit wir dann noch Wochen auf diesem verwünschten Meer rumkreuzen? Ja, lieber Wochen als gar nicht mehr. Ich will endlich auch an Land kommen können. Der Mast bleibt, wo er ist. Und dann brach über uns das Unwetter los. Es wurde fast dunkel. Die Blitze zuckten und die Wogen schienen uns jeden Augenblick in den Abgrund zu reißen. Ich klammerte mich am Floß fest, so gut ich konnte. Mein Onkel dagegen starrte fasziniert auf dieses unterirdische Schauspiel und Hans glich einem Urmenschen in seiner unheimlichen, gleichmütigen Ruhe, wie er das Floß handhabte, ebenbürtig diesen Ichthyosauriern und Plesiosauriern. Der Mast widerstand tatsächlich dem Sturm, doch das Segel blähte sich auf, als müsste es jeden Augenblick in Fetzen reißen. Das Segel muss weg! Es zerreißt doch, und was dann? Soll es zerreißen? Soll der Orkan uns davontragen? Soll unser Floß in tausend Stücke zerschellen, wenn ich nur endlich wieder eine Küste sehe? Das Segel bleibt! Dass wir in diesem Orkan nicht umgekommen sind, erscheint mir heute noch unfassbar. Das Meer tobte, die Wellen warfen unser Floß wie ein Spielzeug auf und nieder, und es wäre völlig dunkel um uns gewesen, wenn nicht die Blitze, begleitet von Donnerschlägen, diese Finsternis ununterbrochen aufgehellt hätten. Bis zur Decke dieses unheimlichen granitenen Gewölbes schienen die sturmgepeitschten Wogen emporzuschlagen. Und dann wurde unser Mast zusammen mit dem Segel fortgerissen und verschwand wie ein Urzeitvogel mit ausgebreiteten Schwingen am Himmel dieses unterirdischen Gewölbes. Ich glaubte, jeden Augenblick müsste die Decke sich spalten und die Granitmassen auf uns herabstürzen. Und dann kam der furchtbarste Augenblick. Eine feurige Kugel rollte über das Floß auf uns zu. Wir konnten uns nicht von der Stelle rühren, denn alles Eisen in unserer Nähe war magnetisch geworden, klebte aneinander, die Waffen, die Instrumente. Und dann platzte der Feuerball. Um uns sprühte es von Funken. Doch wir waren noch immer auf dem Floß, obwohl natürlich die meisten unserer Gepäckstücke fortgerissen wurden. Der Sturm tobte immer weiter. Wir wussten schon gar nicht mehr, wie lange er andauerte. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit wurde unser Floß davongerissen, emporgeschleudert, in die Tiefe geworfen. Das Meer donnerte.
Dann krachte es um uns. Unsere Fahrt war zu Ende. Nur Hans haben mein Onkel und ich es zu verdanken, dass wir lebend diesen Orkan überstanden. Denn er schleppte uns beide an Land. Am nächsten Morgen war alles vorbei. Und wenn wir oben auf der Erde gewesen wären, hätte man sagen können, es war ein schöner Morgen. Um uns war es hell, man sah keine dunklen Wolken mehr. Und das Meer hatte sich beruhigt. Nun, mein lieber Junge, hast du gut geschlafen? Fabelhaft. Und du scheinst heute bester Laune zu sein, Onkel. Natürlich, mein Junge, wundert es dich? Wir sind angekommen. Wo? Am Endziel unserer Reise? Nein, aber am Ende dieses Meeres, das nicht aufzuhören schien. Ach so. Nun wollen wir uns wieder am Anblick der Erde erfreuen und in ihre tiefsten Tiefen vordringen. Liebster Onkel, dürfte ich dich was fragen? Bitte, bitte, mein Junge. Wie stellst du dir eigentlich die Rückkehr vor? Du denkst schon an die Rückkehr, obwohl wir noch gar nicht am Ziel sind? Ich frage mich ja nur, wie sie zu bewerkstelligen wäre. Auf die einfachste Art auf der Welt? Sind wir einmal im Mittelpunkt der Erde angekommen, finden wir entweder einen neuen Weg zur Erdoberfläche oder aber wir kehren auf dem alten zurück. So, wieder übers Meer. Ja, natürlich. Ohne Floß, ohne Proviant, schiffbrüchig, wie wir sind. Siehst du denn nicht, dass Hans drüben am Arbeiten ist? Er repariert das Floß und hat, während wir schliefen, noch Unzähliges aus dem Wasser gerettet. Es stimmte. Dieser Hans erschien mir schon fast wie ein übermenschliches Wesen. Schau doch, Axel. Das Manometer ist noch da. Allein dafür hätte ich gern alles andere hergegeben. Ohne Manometer könnte ich nicht die Tiefe berechnen und feststellen, wann wir den Erdmittelpunkt erreicht haben. Und wie steht es mit der Magnetnadel? Na, du siehst, sie ist in tadellosem Zustand. Ebenso wie das Chronometer und das Thermometer. Hans ist wirklich Gold wert. Ja, besitzen wir auch noch etwas Essbares? Bitte, siehst dir doch an, was hier noch an gepökeltem Fleisch, Zwieback, getrocknetem Fisch und Wacholderbeerschnaps vor mir liegt, reicht, um hin- und zurückzukommen und noch ein Essen für alle meine Kollegen am Johanneum zu veranstalten. Dich kann wirklich nichts umwerfen, liebster Onkel. Nanu, was ist denn mit dem Kompass? Was denn? Er scheint in Ordnung zu sein. Und doch zeigt die Nadel den Norden nicht zum Meer hin, wie es sein müsste, sondern zu uns, zur Küste. Dabei befinden wir uns doch auf der südlichen Seite des Meeres. Wie erklärst du dir das? Das ist doch nicht möglich. Zeig her. Da bitte. Das ist ja ungeheuerlich. Was? Der Wind muss während des Sturms umgeschlagen und uns wieder zurück zur Ausgangsküste getragen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht stimmt etwas mit der Nadel nicht. Ach, warum sollte die Nadel nicht stimmen? Die Elemente scheinen sich gegen uns verschworen zu haben. Aber wir geben nicht auf. Wir fahren noch einmal hinüber. Und wenn dieses Gewässer größer als das Mittelmeer gewesen wäre? Über dieses Meer? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist der einzige Ausweg. Sollen wir denn aufgeben? Onkel, irgendwo sind unseren Wünschen doch auch Grenzen gesetzt. Man soll gegen das Unmögliche nicht ankämpfen. Wie willst du denn eine solche Fahrt über das Meer noch einmal bewerkstelligen? Ohne Segel, ohne die vollständige Ausrüstung? Vielleicht wieder als Spielball der Orkane, Wellen und Seeungeheuer? Gib doch endlich auf! Du hast doch schon genug erreicht! Nein, niemals! Sobald das Floß repariert ist, fahren wir los. Oh. Ja. Vorher lass uns diesen Küstenstrich ein wenig in Augenschein nehmen und sehen, ob wir die Stelle finden, an der wir losgefahren sind. Wir glaubten ja nun fest, dass der Sturm uns wieder zurückgetrieben hatte. Noch waren wir nicht weit gegangen, als ich plötzlich vor mir im Sand etwas erblickte. Onkel, schau doch mal, was da liegt. Ein Dolch, wie man ihn im 16. Jahrhundert trug. Und der ihn besessen hat, ist hier gewesen. Der Dolch sollte das Zeichen dafür sein. Ahnst du, wer es war, Axel? Arne Sacknusse. Ja, Axel. Er war bis hierher gekommen und der Dolch deutete in die Richtung, in die wir weiterzugehen haben, um zum Mittelpunkt der Erde zu gelangen. Du, Axel, wie lag er? Nach welcher Richtung zeigte er? Dorthin. Dann sehen wir also nach. Ist es. Wo? Siehst du die zwei Felsen und zwischen ihnen den Tunnel? Ja. Das muss der Eingang sein. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Sieh doch, hier, in diesen Felsen sind zwei Buchstaben eingeritzt. A, S. Tatsächlich. Nun, Junge, willst du auch jetzt noch aufgeben? Nein, ja, nein, los, vorwärts, hinein in die Abgründe. Wir fuhren am Ufer entlang bis zum Eingang des unterirdischen Tunnels. Dort zogen wir das Floß an Land und machten uns daran, den Tunnel zu untersuchen. Schon nach wenigen Metern versperrte uns ein großer Granitblock den Weg.
Er muss abgestürzt sein, nachdem Sacknussen wieder zurückgekehrt war. Es bleibt uns nichts übrig, als ihn zu sprengen. Frage ist nur, was wir damit auslösen. Ja, doch, es bleibt uns nichts anderes übrig. Gefasst sein müssen wir natürlich auf alles. Sicher. Hans bohrte ein Loch in die Granitwand und alles wurde zur Sprengung vorbereitet. Vom Anlegen der Lunte bis zur Sprengung werden 10 Minuten vergehen. Du hast also genügend Zeit, zum Floß zurückzulaufen, Axel. Dass Hans dann schnellstens aufs Meer hinausrudern wird. In Ordnung. Alles war bereit. Ich entzündete die Lunte und rannte zurück zum Strand. Wir stießen vom Ufer ab und entfernten uns, so schnell es ging. Mein Onkel blickte auf die Uhr. Noch 10 Sekunden. Und nun berstet's, ihr Granitmauern! Was dann geschah, ging so schnell, dass ich es gar nicht mehr erfassen konnte. Eine fürchterliche Woge, verursacht von dem berstenden Granit, schleuderte unser Floß hoch empor. Zwischen den stürzenden Felsen hatte sich ein gähnender Abgrund aufgetan, in den das Meer jetzt seine Fluten ergoss. Mit rasender Geschwindigkeit wurde unser Floß auf den Tunnel zugetragen und in ihn hineingerissen. Und dann ging es auf dem reißenden Wasserberg ab, wie in einer Talbahn. Statt des Baches begleitete uns jetzt das Meer und es ging Stunden um Stunden so weiter. Wie es Hans gelingen konnte, in dieser Situation seine Lampe zu entzünden, ist mir völlig unklar. Aber er schaffte es. Und wir sahen, dass wir uns in einem gewölbeartigen Tunnel befanden. Unser Floß stieß an Felskanten, sprang über Klippen und alles in dieser entsetzlichen Geschwindigkeit. Ganz plötzlich gab es dann noch einen Fall nach unten, das Wasser schlug über uns zusammen und die Lampe erlosch. Unser Floß aber schaukelte auf einmal verhältnismäßig ruhig auf dem Wasser, das merklich stieg. Es geht wieder empor. Wieso denn das? Ein ganz einfaches physikalisches Gesetz. Durch den Tunnel, der uns hinunterbrachte, hat sich das Meer in einen Schacht ergossen. Aus diesem Schacht führt jedoch ein zweiter Tunnel wieder nach oben. Und in diesem steigt nun das Wasser hoch, um sich auszugleichen. Und mit ihm unser Floß. Dann bleibt nur zu hoffen, dass es oben einen Ausgang gibt und wir nicht an irgendeine Felsendecke gepresst werden und ersticken. Ich muss zugeben, Axel, die augenblickliche Lage ist nicht gerade angenehm. Doch zu verzweifeln brauchen wir noch lange nicht. Nach allem, was wir erlebt haben, müssen wir doch darauf vertrauen, dass sich im selben Augenblick, wo wir glauben, verloren zu sein, auch ein Ausweg zur Rettung bieten kann. Du glaubst ernstlich noch an eine Möglichkeit der Rettung? Ja, zum Donnerwetter! Solange ein Mensch noch atmet, hat er auch die Pflicht zu hoffen und nicht zu verzweifeln. Darin magst du ja recht haben, aber wie deutest du die merkwürdigen Vorzeichen um uns herum? Es wird doch immer heißer hier, sodass man kaum noch atmen kann. Das Wasser unter uns beginnt zu sieden. Und ich glaube auch schon in der Ferne ein seltsames Grollen zu vernehmen. Und schau dir dazu die Kompassnadel an. Sie zittert wie toll hin und her. Ja, das alles ist mir auch nicht entgangen, aber kein Grund zur Aufregung. Kein Grund zur Aufregung? Onkel, diese Anzeichen müssen doch auch dir besagen, dass wir kurz vor einem Erdbeben stehen. Und die Aussicht, bald inmitten dieser Felsenmassen zerquetscht zu werden, ist auch nicht gerade angenehm. Du irrst dich, mein Junge. Uns erwartet etwas viel Besseres. Das Schicksal meint es gut mit uns und hat uns genau in einen Kamin geführt, in dem wir auf glühenden Lavamassen schon bald nach oben getragen werden. Das, Axel, ist die einzige Chance, die wir noch hatten, an die Erdoberfläche zu kommen und an die ich gar nicht mehr zu hoffen wagte. Durch einen Vulkan. Und das sollen wir lebend überstehen? Ich hoffe es zuversichtlich. Die Hitze um uns wurde immer unerträglicher. Das Donnergrollen des gleich ausbrechenden Vulkans immer stärker. Und dann schossen wir mit einer nicht mehr zu beschreibenden Geschwindigkeit nach oben. Es zischte, glühte und donnerte um uns herum. Das Letzte, was ich noch mit Bewusstsein sah, war Hans, der meinen Onkel und mich festhielt, damit wir nicht davongerissen würden. Wir schienen eine einzige Feuersäule geworden zu sein. Und dann wurde alles um mich dunkel. Als ich die Augen wieder aufschlug, glaubte ich zu träumen. Ich befand mich auf einem Berghang, nicht weit von dem jetzt wieder ruhigen Krater. In meiner Nähe sah ich meinen Onkel und Hans. Über mir wölbte sich ein herrlicher blauer Himmel. Sollte das wieder Island sein? Ist dies der Vulkan Hekla? Nee, du wirst es nicht glauben, mein Junge. Es ist der Vulkan Stromboli. Wir sind im Süden gelandet. Was? Im Süden? Mhm. Aber der Kompassnadel nach bewegten wir uns doch wieder gen Norden. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Der Kugelblitz, der alles Eisen auf unserem Floß magnetisierte, hat die Kompassnadel völlig umfunktioniert. Wir aber haben uns immer nur in südlicher Richtung fortbewegt. Eingestiegen sind wir in den Sneffelsjökull. Und ausgestiegen sind wir aus dem Stromboli, mehr als 5000 Kilometer entfernt, in einer der herrlichsten Gegenden unserer Erde. Aber Onkel,
gib's doch zu. Was? Auf der Erdoberfläche zu sein, ist doch schöner. Ansichtssache, mein Lieber. Wenn sich kein Forscher hinausgewagt hätte, gäbe es keinen Fortschritt in der Wissenschaft und keine Entdeckung. Und wenn wir auch nicht bis zum Mittelpunkt der Erde vorgedrungen sind, versucht haben wir es. Ob man uns das glaubt, Axel, ist dabei nicht entscheidend. Zumal wir nichts beweisen können.